Hast du manchmal Reisekosten, bei denen du dir nicht so hundertprozentig sicher bist, ob sie jetzt betrieblich veranlasst sind oder privat veranlasst sind? Oder du weißt sogar, dass du sie irgendwie aufteilen musst, du bist dir aber nicht ganz sicher, wie du das machen sollst? Dann bleib unbedingt dran, denn in diesem Video schauen wir uns die Aufteilung der Reisekosten zwischen Privatveranlassung und betrieblicher Veranlassung einmal genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wahrscheinlich kennst du das auch. Wenn du im Urlaub bist und es kommt eine wichtige E-Mail, dann klappst du dann doch nochmal den Laptop auf. Du gehst ans Handy, weil ein Kunde anruft. Oder aber du fährst auf eine Konferenz, auf eine Messe, aber weil das Hotel ganz schön ist, nimmst du einfach deine Familie mit und bleibst einfach ein paar Tage länger und machst ein paar Tage Urlaub. Die große Frage, die sich in solchen Fällen stellt, welche Kosten kannst du jetzt eigentlich als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung berücksichtigen und welche sind die privaten Kosten? Genau das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Der nächste Punkt über gemischte Reisen, also private und betriebliche Reisen, ist erstmal, diese Kosten musst du aufteilen. Ich höre das manchmal irgendwo in irgendwelchen Foren oder Social Media Gruppen. Ah, das kann man doch alles irgendwie über die Buchhaltung laufen lassen. Nein, geht leider nicht. Es bedeutet aber auch, du musst es nicht ausschließlich privat tragen. Es gibt aber auch Kosten, die immer ganz eindeutig zuzuordnen sind. Zum Beispiel der Messebesuch oder die Seminar-Tagungspauschale. Die sind offensichtlich irgendwie mit deiner Selbstständigkeit verbunden und die sind eigentlich immer Betriebsausgabe. Diese Kosten kannst du immer deiner Buchhaltung berücksichtigen. Wichtig an dieser Stelle, das musst du natürlich nachweisen können mit Rechnungen, Belegen und so weiter. Und dann gibt es aber auch Kosten, die eigentlich immer privat sind, sei es nun Pay-TV in deinem Hotelzimmer oder Wellnessbehandlungen, aber auch zum Beispiel die Minibar in deinem Hotelzimmer. Das sind Kosten, die du immer privat tragen musst, auch wenn der Rest der Reise betrieblich veranlasst ist. Und dann gibt es noch 2 Prozentsätze, die du kennen solltest für die Aufteilung. Das ist die sogenannte 10%-Regel. Wenn deine betrieblich veranlasste Reise nur zu 10% auch irgendwie Privatanteil dabei hat, dann kannst du die gesamten Kosten nehmen und in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Um da ein Beispiel zu nennen, du bist auf einem Seminar für 3 Tage und bist auch nur 3 Tage in diesem Hotel, du zahlst eigentlich nur für dieses Seminar, gehst dann aber abends nach einem langen Tag nochmal in die Sauna, dann ist dieser Saunabesuch zwar privat veranlasst, der ist aber unter 10% deines Reiseaufwands, dann führt es nicht dazu, dass du plötzlich die Zug- oder Flugtickets irgendwie aufteilen musst und einen Teil davon privat tragen musst und einen Teil betrieblich. Deswegen merken wir uns, immer wenn es unter 10% Privatvergnügen ist bei dieser Reise, dann musst du es nicht aufteilen, dann kannst du wirklich 100% der Kosten über dein Unternehmen tragen. Das gleiche gilt aber auch in die andere Richtung. Wenn die betriebliche Veranlassung für eine private Reise unter 10% liegt, dann darfst du die Kosten gar nicht absetzen. Wenn du mit deiner Familie in Urlaub fliegst und zwischendrin aber mal ans Handy gehst oder den Laptop aufklappst und 3 E-Mails beantwortest, dann führt das nicht dazu, dass mehr als 10% der Reise tatsächlich betrieblich veranlasst sind. Und das führt dann auch dazu, dass du gar keine Kosten in deiner Buchhaltung absetzen kannst, auch wenn du ein wenig gearbeitet hast in der Zeit. Wir merken uns, 10% sind unschädlich für die Aufteilung. Alles, was dazwischen ist, da musst du genauer rechnen und musst unterscheiden zwischen dem betrieblichen Anteil und dem privaten Anteil. Bei der Aufteilung der Kosten stellt sich eigentlich sofort die Frage, was nehme ich denn eigentlich als Grundlage für die Aufteilung? Das ist bei Reisen eigentlich relativ einfach. Da nimmst du nämlich den Zeitanteil. Wenn du beispielsweise auf ein Seminar fährst und das dauert 3 Tage, bleibst dann aber noch 2 Tage länger privat, dann kannst du 3/5 der Kosten in deiner Buchhaltung einbuchen und 2/5 sind privat veranlasst. Das heißt, du nimmst 2/5 der Kosten, die musst du dann selbst tragen. Bei Veranstaltungen, da ergibt diese Zeitaufteilung nicht wirklich Sinn, weil es kann ja sein, dass du eine Veranstaltung besuchst und du sowohl private Kontakte mitnimmst, also Freunde, Familie und so weiter, als auch betriebliche Kontakte, also Geschäftskunden, Geschäftspartner, Lieferanten, Dienstleister und so weiter hast, da teilst du nach Personen auf. Wenn du eine Veranstaltung mit 50 Leuten hast, du lädst 20 private Kontakte ein und 30 betriebliche Kontakte, dann musst du die Kosten auch da nach 30/50 und 20/50 jeweils aufteilen. Wenn keine zeitanteilige Aufteilung Sinn ergibt und auch keine Aufteilung nach Personen, dann musst du dir irgendeinen anderen Maßstab ausdenken, wie du das schätzen kannst. Ich weiß, das ist nicht wirklich befriedigend zu sagen, du musst es irgendwie schätzen, ohne dass ich dir sage, wie du es genau schätzen kannst. Wichtig an dieser Stelle ist erstmal, dass du dir überhaupt Gedanken machst, dass du diese Kosten überhaupt aufteilst und dass du anschließend auch noch argumentieren kannst, warum du das damals so gemacht hast. Weil es kann sein, dass das Finanzamt in 5 Jahren eine Betriebsprüfung durchführt und dann in 5 Jahren von dir wissen möchte, warum du das so aufgeteilt hast. Und solange du das begründen kannst, ist das vollkommen in Ordnung und du wirst auch keine Probleme bekommen.
Ein Beispiel, was in der Praxis relativ häufig vorkommt, ist, dass du beispielsweise beruflich unterwegs bist, du aber deinen Freund, deine Freundin oder deinen Ehepartner einfach mitnimmst und ihr dann einfach zusammen im Hotelzimmer, in einem Doppelzimmer übernachtet. Und in diesem Hotel kostet eine Übernachtung in meinem Einzelzimmer 100 Euro und ein Doppelzimmer kostet 130 Euro. Dann kannst du in diesen Fällen 100 Euro als Betriebsausgabe buchen und 30 Euro musst du dann privat tragen. Damit du das auch so machen kannst, musst du nachweisen, wie teuer denn ein Einzelzimmer gewesen wäre. Du brauchst für deine Buchhaltung und deine eigene Dokumentation zum Beispiel die Preisliste von dem Hotel, aus dem hervorgeht, dass die Einzelzimmerübernachtung 100 Euro gekostet hätte. Dann kannst du tatsächlich auch mehr als 50% der Kosten in solchen Fällen von der Steuer absetzen. Ich denke, das Ganze wird am deutlichsten, wenn wir das einfach mal exemplarisch durchrechnen. Und zwar möchte ich gerne auf eine Tagung nach Österreich fahren. Ich bin 4 Tage auf einer Tagung in Österreich, aber weil mir Österreich als Land gefällt und ich schon lange nicht mehr Skifahren war, bleibe ich einfach 5 Tage länger und mache noch Urlaub. Insgesamt bin ich 9 Tage in Österreich. Davon 4 Tage, also 4/9 betrieblich veranlasst und 5/9 privat veranlasst. Jetzt gibt es natürlich Kosten, die ganz eindeutig betrieblich sind. Das heißt, die kann ich quasi abspalten, die kann ich auch zu 100% betrieblich tragen. Und dann gibt es auch Kosten, die ganz eindeutig privat sind. Die brauche ich ehrlicherweise in meiner ganzen Kalkulation gar nicht berücksichtigen. Die Kosten für Freizeitaktivitäten, also Skilift, die Miete für Ski oder Skihelm und so weiter, die muss ich ehrlicherweise auch nicht in meiner Buchhaltung haben, weil die kann ich sowieso nicht als Geschäftsausgabe absetzen. Alle anderen Kosten, wie Flugreise oder Hotelübernachtung, die teile ich auf nach 4/9 und 5/9. Das machen wir einfach mal. Die Seminar- und Tagungsgebühren, das heißt der Grund, warum ich da eigentlich hingefahren bin, die waren bei 2.900 Euro. Diese Kosten waren ganz offensichtlich ausschließlich betrieblich veranlasst und ich hatte da auch keinen Privatanteil dran. Deswegen kann ich diese 2.900 Euro auch vollständig als Geschäftsausgabe buchen. Die Flugkosten muss ich wiederum aufteilen. Bei den Flugkosten hatte ich insgesamt einen Aufwand von 432 Euro. Davon nehme ich 4/9. 4/9 mal 432 sind 192 Euro. Das heißt, 192 Euro kann ich als Geschäftsausgabe in meiner Buchhaltung berücksichtigen und die übrigen 240 Euro, die muss ich privat tragen. Das gleiche gilt auch fürs Taxi, das heißt, die Taxikosten, die ich hatte, die muss ich auch aufteilen. Da kann ich von insgesamt 90 Euro 40 Euro in meiner Buchhaltung berücksichtigen und 50 Euro muss ich privat bezahlen. Das gleiche gilt auch für die Hotelübernachtungen. Das heißt, ich habe das Hotel gebucht, war 4 Tage halt beruflich da und 5 Tage privat. Von den Kosten von 1.620 Euro kann ich 720 Euro in meiner Buchhaltung berücksichtigen und 900 Euro muss ich privat tragen. Außerdem kann ich für die betrieblich veranlassten Tage noch Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Vollkommen unabhängig davon, wie viel Kosten mir für die Verpflegung tatsächlich entstanden sind, kann ich Verpflegungsmehraufwandspauschalen ansetzen. Für den Anreisetag in Höhe von 27 Euro und für alle anderen Tage 40 Euro. Das sind dann 3 mal 40 Euro, sind 120 plus 27 sind 147 Euro, die ich als Verpflegungsmehraufwand geltend machen kann. Das kann ich natürlich nicht für meine Urlaubstage machen. Und dann habe ich in Summe meine gesamten Reisekosten, habe den betrieblichen Anteil ausgerechnet, den ich in meiner Buchhaltung berücksichtigen kann und den privaten Anteil, den ich selbst privat tragen muss. An dieser Stelle nochmal ein praktischer Hinweis. Und zwar zahlst du dein Flugticket, das Taxi und die Hotelübernachtung ja in der Regel nicht mit 2 Kreditkarten, sondern du hast eine Karte, mit der du alles bezahlst. Bezahl das Ganze ruhig mit deinem Geschäftskonto. Dann solltest du aber anschließend diese Berechnung nach betrieblicher Veranlassung und private Veranlassung machen und den privaten Anteil als Privatentnahme buchen. Dann kann das ja auch immer noch sein, dass du am Abend von dem Seminar, von der Messe, von dem Kongress, was auch immer, nicht wirklich einfach nach Hause kommst. Entweder gibt es gar keine Verbindung oder es gibt eine unglaublich lange, umständliche Verbindung oder aber auch eine Verbindung, die einfach sehr, sehr teuer ist. Dann musst du 1 Tag oder 2 Tage länger bleiben und dein Hotel bezahlen. Das führt nicht dazu, dass das privat veranlasst ist. Wenn du nicht in der Lage bist, direkt nach der Veranstaltung wieder nach Hause zu fahren, dann ist natürlich die Reise am nächsten Tag betrieblich veranlasst und dann ist auch die zusätzliche Hotelübernachtung natürlich betrieblich veranlasst und nicht automatisch privat finden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen Überblick geben über das ganze Thema Aufteilen von Reisekosten. Wenn du dazu noch Fragen hast oder interessante Urlaubsziele kennst, dann schreib sie doch mal unten in die Kommentare. Wenn du jetzt denkst, ach Urlaub, das wäre schön, ich sitze die ganze Zeit da und muss meine Buchhaltung machen, ich habe überhaupt gar keine Zeit für meinen Urlaub, dann habe ich einen guten Tipp für dich. Gib deine Buchhaltung und deine Steuererklärung doch einfach an einen spezialisierten Steuerberater dafür ab. Zum Beispiel an uns. Wir sind nämlich speziell für Freiberufler und Selbstständige ein Steuerberater, der rein digital arbeitet. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier oder schau dir einfach unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.